Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. Ja, ich habe es jetzt geschafft, beziehungsweise ich habe nachgeschafft, wie es nochmal geht. Und ja, ich sage euch natürlich, wie ich es gemacht habe. Infozentrum 3 so voll ist. Ja, es ist gerade leer. Warte, da. Verkäufer, kein Arbeitsbereich. Hier. Bestätigen. Ja, komm, du hast jetzt volle Energie. Okay, also jetzt. Hä? Okay, doch. Jetzt haben die, glaube ich, einen Arbeitsbereich. Gut, ich will noch mal kurz schauen. Wir machen gerade 8000. Okay, da können wir uns noch mal eine komplette ja, noch mal hier hinten etwas leisten. Und zwar für so ein riesen Gehege brauchen wir natürlich noch mal extern ein Mitarbeiterbereich. Und vor allen Dingen, also hier will ich ja die ganzen Savannentiere machen. Und das heißt, ja, also so Zebras, Elefantengiraffen und sowas. Und das ist ja riesig. Da müssen, glaube ich, mindestens zwei Tierpfleger hin. Und genau. Und hier, das wird ja öfters unterteilt in Löwen, dann Hyänen und so weiter. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie ich das gemacht habe, weil ich will nämlich das ein bisschen noch erhöhen, dass es wirklich hier an der Oberkante abschließt. Das will ich probieren. Und die kleine Schlaufe hier oder die Delle will ich noch wegmachen. Und zwar erstmal Wasser wieder weg. Und wie ich das gemacht habe, also ich mache erstmal die beiden hier weg. So. Achso, hier. So und so. Ja, naja, so perfekt ist es nicht. Warte. So. Ja, jetzt ist der blöd. Naja. So. Na? Was ist los? So, hä? Was war das denn jetzt? So. Dann schauen wir mal, ob's. Ja, hier ist es auch bisschen blöd. Ha, okay. Da braucht er diese Schlaufe, okay.
Hier, das da. Das da können wir sogar gerade machen. So, ja, komm, das da auch. Oh, jetzt ist. Ich glaube, das unterteile ich nochmal in zwei kürzere. Was? Wow. Den mal. Ja, super ist es nicht, aber naja, okay. Gut, jetzt muss ich hier das Gelände anheben, damit es eben hier zusammen. Ich heb mal alles nun so professorisch an. Und flacht es dann alles wieder ab. Weil viel brauche ich ja hier nicht. So. Okay, jetzt muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Ich das am besten sehen kann. So ist es doch gleich, ne? Ja, genau das wollte ich machen, ne? Gut, warte, ich mach mal Stärke wieder zurück. Warte. Warte, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich erhöhe das Ganze und führe es hier ran. Okay, jetzt sehe ich, dass es noch zu heftig hoch ist. So sieht's doch gut aus, oder? Noch ein bisschen. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder bisschen zu viel. Ja, das war zu viel. So. Gut, dann wieder von hier ausgehend klette ich mal das und schau. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Gut. Und von hier aus kann ich dann klette ich dann alles. So. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ich hoffe es natürlich, aber man weiß ja nie. So. Genau, jetzt zeige ich euch mal, wie man Wasser reintut, weil wenn ich jetzt hier einfach Wasser reinfüllen will, dann kann ich das nicht hier oben machen, sondern dann ist es hier ungefähr. Und wie man das austricksen kann, ist, man markiert alles. Übrigens, danke für den Tipp hier. Das ist ein Lifesaver. Gut, man erhöht das Ganze und dann kann man Wasser bis hier oben füllen. Ah, das reicht immer noch nicht.
Das reicht immer noch nicht. Ich muss noch höher. Alter. Ich muss hier noch höher. Ich dachte eigentlich, dass ich... Ja, okay, ich habe es zwar eben gemacht, aber wenn ich... okay. Wenn ich jetzt das ebene Wasser quasi... also die beiden Dinger sind jetzt eben, würde ich sagen. Und wenn ich das Wasser jetzt bis hier oben fülle, dann würde es hier überschwemmen. Würde ich jetzt mal behaupten. So, jetzt probieren wir es eben einfach nochmal. Dann erhöhe ich das Ganze einfach so. Und dann von hier aus. Ja, jetzt ist es ein bisschen höher. Dann gehen wir halt so weiter. Wop, 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 wop. So. Ich hoffe, jetzt passt es. So. Dann wollen wir mal schauen. Ah, ja. Jetzt ist es zum Beispiel ein bisschen zu viel. Jetzt ist es ein bisschen zu viel. Aber ich kann nicht... Ich kann entweder da ganz oben oder hier. Also dazwischen geht nicht. Das ist ja blöd. Malen, automalen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd hier. Ja, dann machen wir es halt so, oder? Ja, es ist, glaube ich, besser so, als wenn es jetzt noch höher wäre. Okay, alles klar. Dann machen wir es eben so. Dann alles Kommando zurück. Größe. Kommando zurück. Kommando zurück, zurück. So. Na gut, dann war das Ganze für die Katz. Aber egal. Gut, dann machen wir das hier noch weg. Ja, kann ein bisschen aggressiver hier weggehen. Zum Glück kostet es nicht so viel. Ich glaube, das ganze Zeug hat mich... Also wir hatten ein bisschen knapp über 40.000 und ja, an sich, das passt ja. So, dann mache ich hier mal so einen Ausläufer. Damit die Tiere auch zum Wasser können und hier ein bisschen planschen und vor allem vor allem, dass sie ja halt aus dem Wasser wieder raus können. So, hier hinten auch. Weil das muss man vor dem Füllen machen. Das ganze Terrain hier rum. So.
So, und dann alles noch kletten. So. Gut, und dann machen wir es mit Wasser. Ich mach mal ruhiges Wasser. So. Sehr schön. Und jetzt ist es nämlich so, wir markieren wieder unsere Glasbarriere. Und hier müssen wir die Höhenausrichtung ausmachen. Und dann können wir hier das so tief machen, bis es blau ist. Also ein Meter wäre zum Beispiel rot. Das können wir nicht machen. Oh, wir machen blau. Tada! Und jetzt sieht es so aus. Also es geht natürlich viel besser. Also beim Video, was ich gesehen habe, war das wirklich eben. Da war das da hier eben weiter unten. Aber das habe ich jetzt irgendwie nicht geschafft. Gut, also, ich würde sagen, hier hinten kommt dann der ganze Stuff hin. Also der, ne, ihr wisst schon. Der Bereich. Und ich würde sagen, die Barriere machen wir hier weg. Hier und hier auch weg. Bisschen länger. So. Ich tue mal zuerst den Weg hin. Also ich tue mal fett machen. Breite ist reichen 4 Meter. Warte. Ah, Mann. Ich habe den Tunnel angelassen. Tunnel. So. Okay, Gelände wieder füllen, bitte. Hier. So, gut. Dann wieder Wege. Nee, nicht breit, sondern Länge. Machen wir zuerst so und dann die Barriere. Ja, dann können wir perfekt an die Barriere ran. Oh, schade. So. Dann. Dann machen wir es rund. Warte. In Ausrichtung. Nee, okay. Machen wir es halt dann nicht rund. Ich dachte mal, man kann die auch rund machen. So, und dann machen wir hier das zu. Beziehungsweise eine Spitze. Genau, so. Und jetzt gehen wir hier. Da machen wir ein Widerstand 2. Glas ist Widerstand 2. Holz ist Widerstand 3. Okay. Und dann hier gehen wir quasi weiter. Gut. So. Damit die beiden eben getrennt sind. So, und hier machen wir dasselbe. Nur halt in grün. Warte. Machen wir mal so. Warte, ein bisschen zurück. Und hier. So, sehr schön. Gut, den Tunnel werden wir dann natürlich auch verkleiden. Ja, als was denn? Genau.
Ich kann mich nicht entscheiden. Links oder rechts? Das sieht blöd aus, wenn das dann so... Das sieht blöd aus. Warte, dann machen wir so. Dann machen wir doch gleich so. Gut. Und dann haben wir hier einen Mitarbeitereingang. Und hier. Zu einem Gehege sind nicht möglich. Warte, das ist jetzt... Das, wieso ist das jetzt ein Gehege? Das sind zwei Gehege, sag ich doch. Wahrscheinlich wollen die nicht, dass es genau gegenüber ist. Oder es war einfach zu, keine Ahnung. Gut, dann werde ich hier jetzt anfangen, das alles aufzubauen. Also wir brauchen hier natürlich jetzt einen Generator. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Flamingos habe ich schon. Ich habe gekauft 3, glaube ich, oder? Warte. Hier habe ich auf jeden Fall 3 gekauft. Und hier habe ich schon auch 7. Und da, wie viele habe ich da gekauft? Wahrscheinlich die ganzen großen, ne? Habe ich da wirklich 5 gekauft? Ausgewachsen, 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 ausgewachsen und aus. Ja. Habe ich 5 Flamingos gekauft? Krass. Wusste ich gar nicht. So. Das da muss natürlich alles noch viel schöner werden. Hier drüben kommt dann Einrichtung. Ah, genau. Bevor ich da jetzt die ganze Einrichtung mache, kommen hier natürlich die ganzen ja, genau das wollte ich. Upsi. Das ist kein... Warte mal. Wir können ja auch einfach den Bildschirm nehmen. Und hier dran pappen. So. Wieso kann ich den so rotieren? Jetzt geh mal ganz hoch. Danke. So. Ich wollte den gar nicht so rotieren. Das ist ja verrückt. Warte mal. Nee. Warte. Einrichtung. Gehege Infotafel. Infostand. So. Der Stand der Dinge ist hier oben. Aber wieso jetzt? Aber wie das ist ja echt merkwürdig hier. Ah, okay, alles klar. Gut. Dann... Kommt drauf an, wie viele Tiere wir von Anfang an drin haben. Aber ich würde sagen, wir haben mindestens 3 Tiere drin. 2 Tiere. Deswegen mache ich hier mal... Nein! Doch nicht auf dem Wasser. Was ist los mit dir? Wobei, auf dem Wasser wäre auch ganz lustig. So schwimmende Boje mäßig. So, und wieder hoch. So, und das bitte noch mal ein bisschen drehen.
Da so. Genau, das passt. Den moven wir jetzt auch noch da. Sehr schön. So. Und das gleiche machen wir natürlich hier drüben. Da ist die Frage, also die Löwen, also hier kommen Löwen, afrikanische Wildhunde, Hyänen und, also ich glaube, ich unterteile das in vier. In vier Zoos, in vier Gehege. Aber das mache ich eins nach dem anderen, also ich glaube, beginnen werde ich mit dem hier. Also, ja, genau. Gut, dann kommen noch Einrichtungen, wie zum Beispiel Mülleimer. Wir wollen ja nicht, warte, zuerst Bänke. Unsere alten Herren. Ich meine, nach so einer fetten Treppe müssen die ja sich ausruhen können. So, und da kommt noch ein Recycle-Ding. Ja, doch. So, und dann kommt unser Liebling, Spendenbüchse. Und hier quasi Spendenbüchse pro Gehege. So, gut. Dann würde ich sagen, weil die sind ja schon relativ... Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon anfangen sollen mit so Trinkdingern und was weiß ich. Aber erstmal bauen wir hier unser Ding hin. So, Forschungszentrum. Reicht eigentlich ein Forschungszentrum? Ja, wobei, also, nee, ich mach hier komplett alles neu, weil die müssen ja hier in das Gehege rein und wieder zum Forschungszentrum raus, damit die halt das alles, mitbekommen hier. So, Mitarbeiter... Forschungszentrum, Handelszentrum. Ja, ein Handelszentrum reicht, oder? Oder müssen sie dann von ganz hinten nach ganz vorne? Ich weiß es nicht. Deswegen baue ich das hier mal hin. Ich hoffe, ich treibe mich jetzt nicht wieder in Bankrott rein. Pflegerhütte, natürlich. Da müssen wir, wenn wir hier die ganzen Käfige unterteilen, müssen wir natürlich hier außen dann auch nochmal also die Versorgungshütten machen. Werkstatt mache ich jetzt mal auch eine. So. Und dann brauchen wir natürlich Transformator. Transformator und Wasseraufbereitung. Gut. So, damit das Wasser auch sehr schön trocken bleibt. Trocken bleibt was. Gut, und dann muss ich die natürlich verbinden. Alter, 26.000 weg. Kosten die so viel? Warte, 2.000, 5.000?
Ja, die kosten wirklich viel. Gut, dann mache ich mal weiter Start. Weil wir brauchen jetzt wieder ein bisschen Kohle. Aber die dürfen hier noch nicht lang. Die dürfen hier noch nicht lang, da gibt's noch nichts. Oh Mann, apropos, da gibt's noch nichts. Da werden wir jetzt mal schauen. Art. Wölfe wollen wir nicht. Also jetzt noch nicht. Afrikanischer Wildhund. Für 150. Für 30. Okay, aufnehmen. Und hier für... Fruchtbarkeit ist die nicht gut. Die ist auch nicht gut für... Oh Mann. Komm schon, ich brauche einen weiblichen... Die Weibchen, die so günstig sind, die haben halt keine... Null Fruchtbarkeit. Das ist ein bisschen zu wenig. Das ist etwas zu wenig. Ich habe noch 150 Erhaltungspunkte. Oh. Ah, die ist auch nicht so gut. Weiblich. Filter. Warte, das, warte, ich schaue jetzt mal nach, nach Bargeld. Vielleicht bekomme ich da was Gutes. Also Warzenschweine können wir natürlich auch kaufen, die sind ja auch afrikanisch. Und die, haben ja auch... Ja, mit denen, die ich da reinhauen will, verstehen die sich ja auch. Okay, alles klar. Okay. So. Wir haben schon wieder überzogen. Gut, dann schaue ich mal, was ich hier alles besorgen kann. Ich hoffe, wir schreiben immer noch grüne Zahlen. Ja, Gesamtgewinn ist jetzt 600. Das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig. Ja, vielleicht, wenn ich... Also, ich werde erstmal ein Gehege aufmachen. Und dann schauen, dass... Ja. Dass ich wieder ein bisschen mehr Einnahmen bekomme. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye. Kanatena mispo. Sizuwa kanatena.